Wir tanzen nur Samba zusammen, ne? Bei deinem Geburtstag. Du musst auch eine gute Vorbereitung. Ja, aber du musst mir... Und viel mehr können wir heute wieder beweisen. Dafür allen, die da sind, aber ganz speziell den Organisatoren. Ganz ich freue mich, dich zu sehen. Sag eine positive Sache für die neue Saison für Werder. Ja, meine Freunde, ich wusste gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Erstmal willkommen zum 20k Abo-Special und vor allen Dingen willkommen in Koblenz. Hier in dieser Arena da hinten wird es später ein Spiel geben. Lotto 11 gegen Promi 11. Unter anderem mit Ailton, mit Nelson Valdez, Clemens Fritz, Ivan Klasnic und viel mehr. Odonko ist auch dabei, aber eben auch diese vier Werderaner. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wir da gleich auch mit denen sprechen können oder später mit denen sprechen können. Ich habe Ailton schon geschrieben. Ailton wollte uns heute die Karten geben. Das heißt, wir sind in gewissermaßen eingeladen worden von Ailton zu diesem Event. Ich habe meine Freundin und meine Mutter mitgebracht. Die seht ihr da hinten. Ganz liebe Grüße, auch wenn ihr das im Video vielleicht seht. Und ich habe euch auch was mitgebracht zu den 20.000 Abonnenten, zum Special. Und zwar einmal den Pokal von 2004. Vom DFB-Pokal, also unserem Doublesiegerjahr vom Spiel Aachen gegen Werder, den Schal von 2004. Und den möchte ich gerne eigentlich unterschreiben lassen von drei Leuten, die damals 2004 mit im Kader standen, unter anderem Klasnic, Valdez und Ailton. Ja, und dann würde ich den gerne an euch verlosen, wie ich das Ganze mache und so weiter und ob wir das erreichen, werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen. Das weiß ich hier jetzt noch gar nicht. Ich werde die Bedingungen dann im Laufe des Videos sagen, was ihr machen müsst. Aber ich kann euch schon mal sagen, ihr müsst auf jeden Fall einen Kommentar unten reinschreiben. Seit wann seid ihr denn dabei? Seit wann macht ihr diese Reise mit zu den 20.000 Abonnenten jetzt? Seit wann seid ihr Teil von diesem Kanal? Und ja, schreibt mir doch gerne da rein. Also es spielt auch keine Rolle, ob ihr jetzt auch erst seit letzter Woche dabei seid. Ist auch vollkommen okay. Ist auch schön, wenn immer mehr Leute sich zu dem Kanal zugesellen. Und ich hoffe eigentlich einfach nur, dass wir einen coolen Vlog drehen können hier mit ein paar coolen Einblicken. Aber ich glaube, es wird allgemein schon sehr schön. Ihr seht, das ist alles hier im total bergischen Bereich. Hier sind überall Fußballplätze, also von links nach rechts irgendwie überall. Das ist schon echt geisteskrank viel. Und ich hoffe, dass ich euch da ein paar schöne Bilder einfangen kann und dann eben, ja, euch das Ganze später zusammenschneiden kann, dass ihr ein schönes Video habt. Und ich würde sagen, es ist auch mal was Besonderes zu den 20.000 Abonnenten. Ja, wir werden wie gesagt auf jeden Fall hier die Sachen dann verlosen und dann müssen wir nur mal gucken, wie wir dann das machen, das mit dem Gewinner anschreiben. Aber wie gesagt, das werde ich alles im Laufe des Videos machen oder mache hier einen Einschneider sozusagen, dass ich hier gleich irgendwie aus dem Schnitt dann reinspreche oder wie gesagt am Ende des Videos. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt dieses Video, schreibt doch schon mal rein, Hashtag 20k geknackt. Und auch gerne natürlich Hashtag Werder, Werder Legenden. Wir schauen uns das Spiel an. Ich nehme euch gleich wieder mit und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es in dieses Stadion da hinten geht. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Sag mal nochmal, was ist das? Minze. Minze? Sehr gesund. Minze. Mm. Probier mal. Auf Kamera. Im Vlog. Boah, mega. Echt? Okay, mega. Empfehlung. Hier, Oscar, Empfehlung. Super. Jetzt hast du schon einfach reingebissen. Ne? Solltest du das doch sagen. Ich kann nicht erklären, was das ist. Ja, sag mal. Oh, erklär mal. Kokos ist da drin. Weiß ich nicht. Ja, so viel Gerede, ich weiß es nicht mehr. Also der wird hergestellt durch drei verschiedene Sorten. Mega. Mega lecker. Ne, ja? Datteln, irgendwas nee. Mit Datteln. Auch hier Datteln wird auf jeden Fall. Datteln wird Teig und Kokos. Kokos, Datteln, Kokos, sowas in der Art wird erst gemacht. Dann wird er eingefroren. Und dann wird so eine Creme gemacht. Dann wird so eine Creme gemacht. Jetzt schauen wir mal. Riecht am Schwärmen. Mmh. Lecker. Guck mal, das sieht nicht so begeistert aus. Ja, okay. Und was ist das? Wildberry Cheesecake. Wildberry Cheesecake, also so Käsekuchenmäßig. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bärenkäsekuchenmäßig oder was? Da ist kein Käsekuchen. Nee, aber. Keime, die da. Keime. Im Wasser. Ja, schmeckt. Boah, auch lecker. Die mag alles. Magst du nicht? Mama mag alles. Die waren auf jeden Fall der Beste als der, ja? Okay.
Okay. Der schmeckt so fruchtig. Ja. Der ist perfekt für dieses Wetter jetzt. Sag mal von 1 bis 10 die Kuchen. 10. Eine solide 4-5. 4-5, boah. Mama, sag mal. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei, 10. Aber hier würde ich sagen 7. Also, Empfehlung geht aber auf jeden Fall raus. Der, okay, jetzt probieren wir noch den der Laden ist echt sehr angenehm hier. Ist aber ein veganes Restaurant, ne? Ist eigentlich komplett vegan, glaube ich, ne? Kaffee. Ja. Super? Mega. Kaffee super. Die Locale, also hier ist auch sehr angenehm zu sitzen. Hier, guck mal, so Oscars. Sehr, sehr angenehm. Ja. So, für die Leute, die mich jetzt nach vorne skippen, das machen wir natürlich nicht. Das Gewinnspiel. Ihr habt 3 Sachen zu gewinnen. Und ich stelle euch die einmal ganz kurz vor und auch, was ihr dafür tun müsst. Nummer 1, wir steigern das Ganze. Also der Beste sozusagen kommt gleich. Das ist das sozusagen der Trostpreis. Ich weiß nicht, für die Leute, die sich daran erinnern, ich habe damals doch mal bei Spreadshirt diesen Shop gehabt und mit ein paar Sprüchen von mir und mit dieser Raute mit RN, unter anderem Kuss auf die Nuss. Da gibt es dieses T-Shirt hier. So, Renico T-Shirt. Ist so ein grün-weiß. Kann man, glaube ich, auch ganz gut immer tragen als Werder-Fan. RN drauf. Renico und hier Kuss auf die Nuss. Das habe ich aber nur noch in XXL, glaube ich, da. Ja, aber ich schwöre es euch, es fällt kleiner aus. Also, ein Kumpel von mir hat das auch sich damals geholt und der hatte das in XL und das ist wirklich sehr, sehr eng. Also das, ja, das auf jeden Fall für Platz 3 schon mal als Trostpreis, Kuss auf die Nuss. Kann man ja sonst auch gut zum Schlafen gehen, ja? Kuss auf die Nuss, wunderbar. Dann für den zweiten Sieger sozusagen, also der zweite, der gewinnt, bekommt das hier. Ihr werdet gleich sehen in dem Vlog noch. Die Jungs spielen mit diesen Trikots hier. Und tatsächlich habe ich so ein Trikot geschenkt bekommen nach dem Spiel von Ailton. Wir waren beim Trikotwart extra, damit ich auch mir ein Trikot rausziehen sollte, beziehungsweise uns wurde dann ein Trikot rausgezogen, zwar mit jemand anderen hinten drauf, aber mit der Unterschrift von Ailton. Und ja, mit der Unterschrift von Ailton dieses Trikot hier, wenn ihr das haben wollt. Als zweites und der absolute Sieger ist der diesen Schal hier gewinnt. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. 2004 Doublesiegerschal. Werder Bremen gegen Alemannia Aachen Pokalfinale. Und jetzt auch damals geschenkt bekommen vom 80er. Muah, ganz liebe Grüße geht raus. War ein Geschenk für den Kanal. Und ich sehe es jetzt als meine Pflicht an zu den 20.000 Abonnenten, das von dem Kanal weiterzugeben an weitere Leuten. Vom Kanal eben, die diesen Weg schon länger begleiten. Und jetzt unterschrieben auch mit unter anderem Ailton, Nelson Valdez, Ivan Klasnic und als Bonus noch Felix Wiedwald mit drauf auf diesem Schal. Das gewinnt der Platz 1. Was müsst ihr dafür tun? Unten reinschreiben, wie lange seid ihr schon dabei? Wo hängt ihr diese Sachen auf oder was macht ihr mit den Sachen? Und genau, dann werde ich den Gewinner hier unten auch kommentieren. Ich denke mal in 2-3 Tagen, also ich denke mal so Dienstag oder so, werde ich mir einen Gewinner raussuchen, werde ihm antworten. Und ja, dann soll er dann auch seine E-Mail-Adresse und auch sein Instagram darunter schreiben. Genau, aber erst nach meiner Antwort, damit wir dann eben diesen Kontakt finden. Und es gibt ja sozusagen dadurch 3 Gewinner. Schreibt auch gerne mal rein, was ihr davon gewinnen wollt. Jetzt weiter viel Spaß beim Vlog. Jetzt werden wir gerade hier so ein bisschen hin und her geschickt, weil Eltern uns jemand von der Organisation geschickt hat und da müssen wir jetzt hin. Guck mal, da hinten ist gerade der Werderbus, also fährt da gerade lang. Ah ja. Hier haben wir jetzt auch noch den Werderbus, auch noch im Vlog, darf natürlich nicht fehlen. Freue ich mich sehr. Guckt euch das an. Die ganz heilige Halt. Guckt euch das an. Wahnsinn. Auch ein. Jawohl. So.
Schiris hier im Rheinland, Thomas, als Fußballer. Das ist ein bisschen schade, dass wir hier in letzter Zeit keine Profis mehr im Fußball hervorbringen können. Essen? Bist du glücklich? Und wie viel ist das? Direkt auf dem Fußballplatz? Mega. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mein T-Shirt ausziehe und dann hier und so. Autogramm und alle wieder rein. Ja. Dann schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit verlaufen wird. Ne? Endlich Essen? Essen? Ja? Ja. Sollen wir Nico bringen? Auf jeden Fall. Vielleicht esse ich das auch alleine. Nein, hier ist meins. Was ist schöner? Nee, warte mal. Welches ist schöner? Bewertet es in den Kommentaren. Hallo. Zeigt man den von Nico? Achso. Das ist Nico. Was ist schöner? Senf? Ketchup Nico, oder alles? Von Nico ist auf jeden Fall gesünder. Weiter. So, einmal den Schal unterschreiben jetzt. Wunderbar. Ja. Ein Autogramm von Ayrton Kugelblitz. Und Ayrton, muss man sagen, wir tanzen noch Samba zusammen, ne? Bei deinem Geburtstag. Du musst auch eine gute Vorbereitung. Aber du musst mir beibringen und dann machen wir. Du hast ein bisschen Zeit, trainiere in den Tag und wir am 9. Juli tanzen alleine für 100 Leute ungefähr. zusammen mit Ayrton, ja, sorry. Ja. Kennst du noch den Schal? Na klar. 2004. Der Mann mit der Lange. Ja. Getroffen und Werden. Felix, das ist schön, dich zu sehen. Sag doch mal eine positive Sache für die neue Saison, für die Werder-Fans, was du dir erhoffst. Ich hoffe, dass natürlich so begeistert wieder alle ins Stadion kommen. Letzte Saison war ja nicht so erfolgreich. Die Heimserie. Aber mit euch im Rücken wird es wieder besser werden. So nämlich. Vielen Dank, mein Lieber.
Gezogen, ich freue mich, dich zu sehen. Sag eine positive Sache für die neue Saison für Werder. Hallo lieber Werder-Fans, wir drücken alle die Daumen, damit wir eine super Saison haben. Ich glaube, wir haben schon ein paar gute Verstärkungen. Das wird uns das Jahr. So, 53. Spielminute, Postwende. So Freunde, guck mal, dieses Trikot haben wir gerade noch geschenkt bekommen von Ailton, wurde gerade von Jakubovic getragen. Ja, ist auf jeden Fall mit Ailton unterschrieben, auch das wird unter anderem verlost und auch viele weitere. Ich werde das irgendwann im Nachhinein später gleich noch aufnehmen und euch jetzt gleich reinschneiden, was ihr dafür tun müsst, denn ich habe auch noch einen Schal von unterschrieben. Von wem, jetzt helft mir mal kurz, Klasnic, Ailton, Nelson Valdez, Wiedwald, ja, ich glaube das war's. Von all denen wurde dieser Schal unterschrieben. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es ist der Vlog zu den 20.000 Abonnenten. Es ist das erste Mal nach einem Jahr, dass ich wieder praktisch zu einem Event gehe, wo auch Werder Beteiligung ein Stück weit ist. Und ja, wie hat es euch denn gefallen? Mama? Mega weiß. Ja? Mega, top. Mega. Und meine Freundin hat sich auch gefreut. Es ist der Wahnsinn gewesen, wirklich so nah am Spielfeld zu sein. Ailton hat uns nicht nur eingeladen, sondern direkt vor das Spielfeld gebracht. Und es war einfach nur großartig. Valdez extrem nett gewesen. Wiedwald auch, mich noch mit ihm unterhalten. Hat mich total gefreut, ihn auch mal persönlich zu sehen. Auch Klasnic wenigstens mal kurz gesehen. War so im Vorbeigehen, aber hat mich trotzdem total gefreut. Ich kann einfach nur sagen, es war ein wunderschöner Tag, den ich hier verbringen konnte mit meiner Freundin, mit meiner Mama. Und auch diese ganzen Spieler zu treffen, war einfach nur wunderschön. Ein, zwei, drei Leute von euch da draußen habe ich auch noch getroffen. Mich auch sehr gefreut. Und ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo da und ich bin raus. Mama wollte auch noch was sagen. Nicht vergessen, auch von Ailton, die Frau war super nett, sehr, sehr lieb, sehr sympathisch. Ja, Frau. War wirklich sehr lieb. Ja. Sag mal kurz, wie es für dich eigentlich war. Das war das erste Mal, dass du jetzt mit mir irgendwo Werder-mäßig warst. Weißt du, wie immer, geil, ne? Wenn ja. Die beide unterwegs sind, ist mega. Ja, meine Freunde, jetzt muss ich mich auch nochmal melden, jetzt zum Ende dieses Vlogs. Ich kann euch nicht sagen, es war ein fantastischer Tag. Es war eine Riesenehre, auch hier an der Stelle nochmal riesen Dankeschön an Ailton, mein Freund. Er hat uns nicht nur eingeladen, sondern uns eben direkt an den Spielfeldrand gebracht. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben. Ich konnte gar nicht so viel aufnehmen und filmen, wie Emotionen ich hatte. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war überglücklich. Ein Traum ist auch wahr geworden. Ich bin mal im Werder-Bus drinne gewesen. Es war auch fantastisch. Also da wurden einige Türen gestern so ein Stück weit auch geöffnet. Es war richtig, richtig toll. Ja, Ailton hatte am Anfang direkt jemanden von der Organisation. Es war erstmal sehr stressig, weil der Werder-Bus sehr spät ankam. Aber ja, 10 Minuten vor Spielbeginn standen wir noch draußen, weil wir ja eingeladen waren. Aber die Security hat uns nicht durchgelassen gehabt, weil wir halt keine Karten hatten. Und dann kam jemand von der Organisation und es war, Ailton hatte mich angerufen. Dann habe ich mit Ailton telefoniert, habe gesagt, ey, hier, da stehen wir und so. Kam jemand von der Organisation, haben die uns reingebeten. Und dann ging es an jeden Abschnitt, wo eigentlich Zäune und Security waren, das sind Freunde von Ailton, weiter, das sind Freunde von Ailton, weiter. Das war unfassbar, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann waren wir auf einmal direkt am Spielfeldrand mit den ganzen Spielern und da auch an der Kabine. Ja, hab noch im Nachgang, also nach dem Spiel mit Ailton noch gequatscht. Da hat er uns auch das rote Trikot noch geschenkt. Also die Aufnahme ist irgendwo im Vlog, aber eigentlich ist das am Ende des Videos gewesen. Und dann haben wir uns echt noch zur Seite gestellt, hat sich die Zeit noch genommen, habe ich gesagt, ey, nochmal danke vom Herzen für die Einladung und er hat sich auch gefreut, dass wir da waren, habe ich noch meine Mutter ihm vorgestellt, meine Freundin kannte er ja auch schon, haben wir auch damals uns alle zusammen getroffen gehabt, aber ja, das war schon echt sehr, sehr schön, auch die Frau von der Ailton, sehr, sehr nett, wirklich sehr, sehr nett. Und alles sehr herzlich gewesen. Mit Felix Wiedwald habe ich auch noch gesprochen gehabt, der war auch echt sehr, sehr herzlich, weil das Klasnic, auch Klasnic war wirklich zwar nur im Vorbeigehen, aber Freunde, es war so ein emotionaler Tag, wirklich, ich werde das nie vergessen, es war einfach nur unfassbar. Und das jetzt zu den 20.000 Abonnenten, so ein Event nochmal zu erleben, nachdem ich jetzt eigentlich, bis auf das Leverkusen-Spiel auswärts, zu keinem Werder-Event mehr irgendwie gegangen bin, war das echt so für mein Herz was sehr, sehr Schönes. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gerade an der Stelle auch jetzt nicht mehr sagen, außer ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen.